Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich bin jetzt 8,5 Jahre in der Praxis nach meiner Facharztausbildung. Und mein Hauptthema, mein Hauptdenken ist, warum entsteht Krankheit? Oder ja, also welche sind die Ursachen der Krankheit? Ich hatte gestern einen Patienten, der kam nur wegen einer kleinen Geschichte an seinem Ohr. Aber als ich ihn fragte dann nach seinen anderen Krankheiten, dann sagte er, ja, seit etwa einem halben Jahr hat er ganz starke Schulterschmerzen. Und er hat schon alles Mögliche gemacht und er hatte hier einige Pflaster mit Akupunktur und so Sachen. Er sagt, alles Spritzen, die der Orthopäde da reingespritzt hat und all das Mögliche, hat nicht viel geholfen. Er hat vor anderthalb Jahren ein Nierenkarzinom rechts operiert bekommen. Und dann hat er die Prostata verkleinert gekriegt. Und davor hatte er noch andere Krankheitsgeschichten. Aber er hat sie nie gesehen in dem Licht, wie der Körper funktioniert. Und so war er ganz erstaunt, als ich sagte, schauen Sie, Sie haben zwar den Tumor aus der Niere entfernt und die Niere ist draußen, aber Sie haben doch den Hahn nicht zugedreht, der den Tumor macht. Der Tumor entsteht ja nicht in der Niere. Wisst ihr das? Wir finden ihn dort, aber woher wird er gemacht? Wie kommt er in die Niere rein? Entsteht er dort einfach so aus dem Nichts? Und dann, wieso geht es dann anschließend zur Prostata? Und dann schälen wir die Prostata aus. Aber jetzt kommen wir zur Schulter. Die tut nur weh. Was soll man machen? Den Muskel rausschneiden? Und er sagt, er war bei so einem Orthopäden, der hat so ein neues Gerät, das seinen Kopf so fasst und in den, dass ja die Muskeln irgendwie dort gedehnt werden und der Druck da auf den Nerven nicht mehr so stark ist. Und ich sage, es ist phänomenal, was wir in der Medizin machen, nicht? Wir schaffen uns allerhand Geräte an, um, ich sage jetzt mal, irgendein Symptom wegzuholen, das heißt gegen die Natur zu handeln. Aber wir verstehen die Natur nicht. Wir verstehen nicht, warum ist das Ding so? Warum ist dort der Schmerz? Warum ist dort die Spannung? Und warum so schön einseitig rechts? Ja, so. Sage ich immer, warum gucken die nicht eine Etage höher bei Ihnen? Man müsste doch an einer anderen Stelle schrauben, oder nicht? Man müsste also gucken, wo ist der Wasserhahn? Wo ist der Ursprung dieses Schmerzes? Ist er am Muskel? Entsteht der Tumor in der Niere, weil er so entstehen will? Oder entsteht die Gicht am Fuß, weil sie so entstehen will. Wie kommt das zustande? Das ist das, womit ich mich beschäftige. Und bin an sich von Tag zu Tag mehr begeistert, wie einfach das Ganze ist. Das heißt, wie durchgehend erklärbar die Sachen sind, wenn man den Schlüssel dazu hat. Wenn man weiß, aha, das ist der Weg. Schauen Sie, in der Medizin gibt es wie in jeder Sache eine Kette von Reaktionen. Ja? So, und wenn ich jetzt hier so eine Kette male, und es war so interessant, ein Patient hatte einen ganz starken Nierenstau, auch vor kurzem, und sagen wir, das ist der Nierenstau. So, jetzt haben Sie den Nierenstau irgendwie durch Katheter in den
in den Harnleiter rausgemacht. Aber sie sagen sie, ah, wo kommt der Nierenstau her? Wenn das der Nierenstau ist. Meine Schrift ist wirklich eine Arztschrift. Und dann suchen sie nach der Ursache. Und dann bei der Ursache finden sie eine Prostatavergrößerung. Und jetzt sagen sie, das ist es. Wir haben einen Tumor und dann nehmen sie eine Probe und tatsächlich, das ist sogar Krebs. So, holen sie Prostata raus. Aber was macht die Prostatavergrößerung? Was ist dieser Link hier oben? Wo kommt das her? Danach fragt keiner. Wissen Sie das? Weil keiner weiß, wo es herkommt. Gehen Sie zu jedem Arzt, den Sie wollen. Fragen Sie den Wissenschaftler aller Wissenschaftler, den Sie je finden auf dieser Welt, der Professor, was auch immer hat. Wenn er Ihnen die Frage beantworten kann, woher kommt das Prostatakarzinom? Dass er Ihnen die Kette der Reaktion zeigt, dann ist er gut. Aber Sie werden wohl wahrscheinlich keinen finden. Weil sie, die Wissenschaft weiß nicht, wie das passiert. Weil sie hat ein Problem, nämlich sie kennt nicht den Beginn der Kette. Sie weiß nicht, wo fängt alles an. So, wir gehen von einem Glied zum anderen und ja, aber wir kommen an einen Punkt, wo wir dann völlig blind sind, sage ich mal, und wir haben null Möglichkeit zu sagen, aha, das ist es, da kommt es her. So, für mich der Beginn, den zu kennen, heißt die ganze Kette zu kennen. Einverstanden? Und den kennt man nicht in der Medizin. Und wir werden sehen, warum man ihn nicht kennt. Warum Sie zum Doktor gehen und der Doktor, wenn Sie ihn fragen, warum, so kann er nur sagen, naja, genetisch oder wir finden vielleicht einen Keim und dann ist der Keim. Aber wir haben keine begründete Antwort, die wir physiologisch aufzeigen könnten, wie es passiert. Wir haben es nicht. Weil wir nicht den Beginn kennen. Weil wir den Beginn der Kette nicht kennen. Und das ist das, was ich Ihnen erklären möchte. Dass der Beginn der Kette kennbar ist. Und wenn wir das haben, können wir den Rest der Sache steuern, dass die Dinge nicht passieren. Und das ist doch schön, oder? Findest du nicht? Ja, so für mich ist das, was ich mit Gottes Hilfe entdecken konnte, wie wenn ich eine Gold oder Diamant oder was auch immer eine Mine entdeckt habe. Ich gucke mir den Menschen an und ich weiß, wo ich beginnen muss. Ich weiß, wo ich hingehen muss, dass ich ihm genauestens sage, wo seine Krankheit beginnt. Und das ist doch schön. Und alles beginnt mit dem Grundsatz. Schauen Sie, es gibt ein Gesetz auf dieser Welt, das an der Basis, ich sage immer, aller Gesetze steht, was niemand verändern kann. Und das Gesetz sagt, dass alles, was sich bewegt, wird bewegt. Haben Sie das schon mal gehört? Ich habe es versucht, in meinen Worten zu sagen. Alles, was sich bewegt, wird bewegt. Wusstet ihr das? Was bedeutet das? Es ist das, man nennt es so das Energieversorgungsgesetz. Es kann sich nicht von selbst bewegen. Weil es was nicht hat? Keine Energie. Es gibt nichts auf dieser ganzen Welt. Wenn Sie irgendwas finden, was sich bewegt von sich selbst, dann ist das Gesetz nicht mehr gültig,
dann müsste jemand die Energie in sich selbst haben oder das Objekt müsste die Energie in sich selbst haben, um sich zu bewegen. Alles, was sich bewegt, wird bewegt. Es ist ein super Gesetz. Ich finde es phänomenal, weil es steht an der Basis des Ganzen. So haben wir, ich beginne das sehr gern mit der Zelle, um dieses Gesetz zu erklären. So, wenn das die Zelle ist, die Zelle hat natürlich viele Bestandteile, ist hochkomplex und sie hat im Zentrum, oder nicht nur im Zentrum, sondern sie hat einen Kern und der hat die Erbinformation, das sind Aminosäuren und die nennen wir Gene. Und jetzt ist die große Frage, der sich gar nicht so groß ist, bewegt sich die Zelle selbst oder wird sie bewegt? Ja? So. Bewegt sich das Auto selbst? Ja? Also, wir sehen, die Zelle ist ein Kanal, wenn Sie so wollen. Sie muss etwas produzieren. Ja, es muss hier ein sogenannter Output kommen. Es muss etwas aus der Zelle herauskommen. Und die Krankheit ist ein fehlender oder ein falscher Output. Etwas, was herauskommt, was nicht stimmt. Okay? Weil die Krankheit ist ein Zellgeschehen. Der Krebs ist doch ein Zellgeschehen. Die Zelle tut etwas, was sie nicht tun sollte. Aber warum tut sie? Warum bringt sie etwas hervor, was nicht gut ist, was das Leben zerstört? Ja? Wir haben zum Beispiel eine der wichtigsten Zellen unseres Lebens. Wissen Sie, welche die Zellen sind? Die Stoffe bilden, die dann dem Leben nicht sehr gut kommen. Es sind die Knochenmarkszellen. Okay? Je mehr ich in die Physiologie hineingehe, so sehe ich, dass das Knochenmark eines der, wenn ich das, der wichtigsten Rollen spielt in der Kette. Ja, es, diese Zellen werden bewegt, aber wisst ihr, der Krebs in der Niere kommt aus dem Knochenmark. Aber das, weil die von hier die Botschaft kommt, den Krebs in der rechten Niere zu bilden. Der entsteht nicht in der Niere per se. Deshalb finden wir, und das, deshalb sind die Wissenschaftler ganz erstaunt, dass sie, wenn sie einen Krebs betrachten, dass sie sagen, da finden wir Immunzellen. Deshalb kommen sie und sagen, ja, da sind Bakterien vielleicht beteiligt oder Viren, weil man findet immer Zellen im Tumor, die aus dem Knochenmark kommen. Und dann natürlich, wie man das Ganze betrachtet, interpretiert man es. Ja? Und Sie werden sehen, warum die Wissenschaft nie, wenn sie bei ihrer Betrachtungsweise bleibt, an die Wurzel der Krankheit kommen kann. So, die Zelle muss etwas herausführen, das dem Leben nutzt. Aber jetzt macht sie etwas, was dem Leben nicht nutzt. Okay? Sie macht einen Tumor. Warum macht sie das? Macht sie das freiwillig? Macht sie das, weil sie das will? Oder muss sie es machen? So, die Zelle, wissen wir haben vorhin gesagt, ist nicht ein selbstständiges Element. Sie muss und wird bewegt, sie wird gesteuert. Und sie wird gesteuert von einem Input, ja, Neudeutsch, etwas, was hinein muss. Was braucht die Zelle, um etwas zu produzieren? Ja, sie braucht Energie. Ja, sie braucht Energie. Bitte? Sicherlich die richtige. Aber wir gehen ja jetzt von der richtigen aus und wir nennen das Grundbedürfnis. Okay? So. Ist das Grundbedürfnis richtig, wird das Gen
richtig aktiviert, die Zelle macht den Rest entsprechend dem Element, was sie braucht. Und hier unten kommt etwas raus, was okay ist. Aber die Zelle ist nicht nur von der Energie abhängig. Ihr wisst ja, die Zelle kann auch zerstört werden, kann sie. Wodurch? Sie kann durch Druck zerstört werden. Jemand kann uns beißen und essen. Wusstet ihr das? So, die Zelle, unser Leben ist abhängig, dass uns niemand beißt und niemand isst. Ja, niemand an die Wand plätscht oder was auch immer, weil die Zelle, ganz egal, ob sie das Bedürfnis hat oder nicht, ist sie plattgedrückt, kann sie nichts mehr machen. Und die Zelle ist auch abhängig von der Temperatur. Die menschliche braucht meistens 37 Grad Celsius, ja, damit sie perfekt funktioniert. Geht sie weiter hoch, die Temperatur, schmelzen die Dinge, geht sie weiter unten, friert der Stoffwechsel ein. Ganz egal, wie diese Dinge hier sind. So, das sind die Sachen, wovon die Zelle abhängig ist. Die chemischen Sachen, die sehen wir hier, um die Abhängigkeit zu sehen, weil hier können anstelle des guten Grundbedürfnisses auch ein falsches, nicht? Gift zum Beispiel, falschen Elemente. Und dann stirbt die Zelle auch ab oder sie funktioniert nicht mehr richtig und macht etwas, was nicht gut ist. So, deshalb müssen wir das Gesetz formulieren, das Gesetz der Energieversorgung. Ja, und dieses Gesetz, ich frage gerade hier Gesetz, des Lebens. Das Gesetz des Lebens sagt, das Leben ist abhängig. Okay? Das Leben ist abhängig. Es muss bewegt werden. Sonst lebt es nicht. Okay? Das Leben stirbt ohne Zufuhr von Energie und es stirbt, wenn man es kaputt drückt und es stirbt, wenn man es erfriert oder es verbrennt. So, jetzt gucken wir uns dieses Gesetz ein bisschen näher an, damit wir uns der Sache ganz sicher sind. Und darum geht es um die Zelle. Hat die Zelle, kann die Zelle, das ist die Frage, kann die Zelle, wir könnten genauso hier die Frage stellen, kann das Auto, kann das Flugzeug, kann das Haus, kann, ja? A. Ihr Grundbedürfnis, ja, auswählen. Das heißt, hat die Zelle ein Bewusstsein, kann sie was wählen oder kann sie nichts wählen? Ja, so. Eine Aminosäure, ein Stuhl, eine Zelle hat null Bewusstsein. Ja, eine Zelle hat so viel Bewusstsein wie ihre DVD, die nicht weiß, was drauf ist. Oder wie viel weiß die DVD, was drauf ist? Hat die DVD eine Ahnung, was auf ihr steht? Ja oder nein? Grundbedürfnis kann ich auch nicht auswählen. So ist es. Das ist alles vorgegeben. Die Zelle hat keine Wahl. Das Grundbedürfnis, nicht nur das Grundbedürfnis ist vorgegeben, sondern auch die Menge. Wir können das Grundbedürfnis haben, haben wir aber nicht genug davon, gehen wir genauso zugrunde. Es ist alles maßgeschneidert. Und es ist alles festgelegt. Wäre die Zelle imstande, etwas auszusuchen, wäre die Zelle imstande, irgendwo auf eine Idee zu kommen und sagen, ich habe jetzt hier ein bisschen was anderes zur Verfügung und ich nehme das anstelle das andere, dann hätte die Zelle ein Bewusstsein,
dann wären alle Gesetze der Natur relative Gesetze. Das heißt, sie wären beweglich. Die Zelle würde uns überraschen mit dem, was sie tut. Aber ist es so, dass die Zelle nicht auswählen kann, dann kann uns die Zelle nie überraschen. Sie wird immer so funktionieren oder immer nach dem gehen, nach dem, wie es vorgeschrieben ist, zu gehen. So, dadurch haben wir auf dieser Welt nur absolute Naturgesetze. Nie besteht eine Relativität in den Naturgesetzen. Es besteht nur eine gewisse Toleranzzeit, ja, das wie viel, ja, ist, ja, wir können eine gewisse Zeit mit einer geringeren Menge überleben. Die Zelle kann mit einer geringen Energiemenge auch etwas produzieren, aber letztendlich, wenn das die Toleranzgrenze überschritten ist, fällt das System zusammen. Ja? So, deshalb, die Zelle hat keine Wahl, sie hat kein Bewusstsein, sie ist genauso intelligent wie dieses Papier, das nicht weiß, was ich auf es schreibe. Ja? So, allein, dass sie lebendig ist und etwas umsetzt, aber sie setzt es um, weil sie von außen die Energie bekommt. So, und jetzt kommt die zweite Frage, die das Ganze nochmal deutlicher macht. Kann die Zelle sich selber schaden? Ja oder nein? Hat die Zelle die Möglichkeit, sich selber zu schaden? Seid alle einverstanden, dass sie nicht schaden kann? So, sie kann nicht schaden. Warum kann sie sich nicht schaden? Nun, weil sie erstens sich nicht selber bewegt. Ja, sie wird bewegt. So, die ganze Energie kommt immer von außen. Das Gen, was wir dachten, das Leben steuert, ist gesteuert. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, auch diese Woche. Eine Familie, sie hat schon vier Kinder und jetzt drei Kinder oder vier. Und jetzt kommt das fünfte Kind auf die Welt. Und schon in der Mutter hat das Kind einen Herzfehler. Und dann sieht man auch, die Niere funktioniert nicht ganz gut, nachdem auf jeden Fall das Kind kommt auf die Welt und nach einer Weile wird es auch operiert am Herzen. Und dann finden die Ärzte, wo suchen sie nach der Ursache der Krankheit? In den Zellen, im Gen. Und dann finden sie einen Gendefekt. Sagt, oh, und jetzt haben wir die Ursache der Krankheit. Nicht? Und ich sage mir, ach, wie schön. Das Gen, wer hat es defekt gemacht? Macht es sich alleine defekt? Kann es sich selber schaden? Kann es sich selber zerstören? Das Gen hat in sich selbst null Energie und kann von sich aus nichts tun. Ist genauso wie der Motor eines Autos. Was, wenn es nicht alle Elemente hat, Strom und so weiter und den Sprit, dann macht das Gen nichts. Das Gen ist ein Motor. Es folgt einem Befehl. Sicherlich hat das Gen die Zelle unter sich. Ja, der Zellkern steuert vom Gen, wird die ganze Zelle gesteuert. Was das Gen sagt, macht die Zelle. Aber das ist ein untergeordneter Mechanismus. Ja? So. Was zerstört das Gen? Wir finden das Gendefekt und geben uns so befriedigt zur Seite und sagen, naja, das ist Schicksal oder Gottes Führung oder was auch immer wir sagen, das Kreuz, das wir auferlegt bekommen haben, aber wir haben die Ursache erledigt, das Gen, das arme Kerlchen hat uns jetzt die Sache beschert. Und wir machen uns keine weiteren Gedanken mehr darüber, ob es möglich ist, das Gen wieder umzuschalten. Weil wir davon nicht ausgehen, dass wir das Gen wieder umschalten können, dass eventuell die Dinge sich wieder verbessern können.
So sind wir in dieser Situation einfach blind in der Medizin. Weil wir gucken uns das Element an. Aber schauen Sie, wenn das Gesetz der Energieversorgung stimmt, und es stimmt zu 100%, weil niemand kann es widerlegen, dann ist jede Krankheit, die entsteht, von außen entstanden. Nie von innen. Jede Krankheit, die wir haben in den Zellen, ist ein Einwirken von außen auf die Zelle. Deshalb müssen wir nach der Ursache der Krankheit wo suchen? Immer außerhalb der Zelle. So wie mir das Auto nicht sagen kann, wenn es eine Delle hat, und wenn ich mir die Delle und das Mikroskop tue und sage, okay Delle, sag mir was, warum hast du dich verbogen? Die Delle wird mir nichts sagen, die Delle wird mir nur sagen, ich bin verbogen. Mehr kann sie ja nicht. Aber so sind wir an dem einen Kettenglied, bleiben wir stehen. Ja? Und ich bin mit Ihnen einverstanden, das Gen ist hier. Ja? Die Gene sind hier. Das ist das zweite Glied in der Kette. Aber es ist nicht das erste, weil das Gen eine Aminosäure ist. Weil das Gen ein chemisches Element ist, was bewegt werden muss, damit es funktioniert. Ist der Gedanke bisher klar? Ja? So. Aufgrund dieses Grundgesetzes basiere ich alle meine Behandlungen. Weil dieses Grundgesetz kann nicht falsch sein. Deshalb, wenn ein Patient zu mir kommt, gestern hatte ich diesen einen Patienten, er ist über 30, und er hat eine streng einseitige, linksseitige Nebenhöhlenentzündung mit einem ganz starken Druck in seinem linken Ohr. Dort hat er eine Gussflüssigkeit hinter dem Trommelfell. So, das ist ganz stark, er hustet und so weiter. Aber es ist linksseitig und es würde mich nicht wundern, wenn es seine rechte Lunge sei, die beteiligt ist an dem ganzen Husterei. Alles würde von der Physiologie und ganz gut stimmen. Und auch hier hat er noch andere Sachen. Jetzt gucke ich in seine Nase und ich finde dort auch ein bisschen Eiter. Was macht ihn krank? Wo muss ich hingucken? Weil ich finde ja, kann ich sagen, es ist der Keim. Also das heißt, sind wir keimempfindlich? Bitte? Keime sind ja immer da. Die Keime sind immer da. So, wenn Keime eine Gefahr wären für die Zelle, dann würden sie ja anknabbern und zerstören. Für mich, glaube ich, die Keime sind auch wiederum erst immer, wissen Sie, wo die Keime sind? Die Keime sind hier. Und da mag noch eine andere und andere Stationen sein. Die Keime sind da, weil ein Keim produziert Giftstoffe, die Giftstoffe wiederum greifen den Körper an. So, es gibt ein Schneeballsystem, ja? So, aber trotzdem, mit der Elimination des Keimes haben wir noch nichts erledigt. Ich gebe Ihnen Antibiotika und die Ursache der Krankheit ist nicht behoben. Dann gebe ich ein zweites und dann gebe ich vielleicht ein drittes. Und die linke Nase, komischerweise, die Keime haben sie in die rechte Nase nicht verirrt. Und im rechten Ohr sind sie nicht drin, sind streng auf der linken Seite. So, die Keime sind intelligent. Oh, ich möchte nicht sagen, dass sie nicht sind, aber wieso können sie nur in die eine Seite und nicht auch in die andere Seite rein? Ja, so ist ganz wichtig, dass wir diesen Grundsatz verstehen. Wer macht den Menschen krank? Woher kommt's? Es ist immer außerhalb. Nie aus der Zelle. Das ist der Irrtum der Medizin, Sie werden sehen, obwohl es gegen jegliches Gesetz der Natur ist.
dass es überhaupt möglich ist, wie wir die Dinge betrachten. So, aber ich sage Ihnen ja nichts Neues in diesem Sinne. So, deshalb gehen wir jetzt und gucken uns schnell die Grundbedürfnisse an. Auch hier eine Tabelle. Ich mache GB, das versteht jeder, ist Grundbedürfnis, okay? So, was haben wir für Grundbedürfnisse? Wir haben den Sauerstoff. Wir haben Wasser. Wir haben Nahrung. Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Wir haben die Wärme. 37 Grad Celsius. Wir haben den Schlaf. Wir haben die Sonne. Sonnenlicht. So, das sind die biologischen Elemente, die unser Leben und unsere Zelle braucht. Ja? Kann die Zelle ohne eines davon leben? Die menschliche? Nein. So, es gibt für alles eine Toleranz. Für Sauerstoff ist die geringste Toleranz. Für Wasser mehr, für Nahrung noch mehr. Bei der Wärme gibt es keine große Toleranz. Beim Schlaf gibt es 3 Tage, 4. Ja? Die Sonne kommt ja regelmäßig, so da entsteht der Schaden kaum, aber die Sonne ist wichtig, sie steuert uns, aber ich nenne sie der Vollständigkeit halber. Aber schauen Sie, dieser Patient, der mit seiner Nebenhöhlenentzündung zu mir gekommen ist, geschlagen in die Nebenhöhle ist er nicht, aufs Ohr hat er auch keins gekriegt, so er hat keinen Druckschaden, er hat keinen Temperaturschaden. Und wenn ich gucke, ob er genug Sauerstoff hat, genug Wasser, genug Nahrung, genug Wärme, genug Schlaf, genug Sonne, so finde ich, dass alles genug ist. Gibt es noch ein Grundbedürfnis für die Zelle? Gibt es noch etwas, was die Zelle für die Zelle Input ist? Das heißt, was die Zelle steuert? Und Bewegung ist Output. Bewegung ist, was die Zelle tut. Das Auto ist gemacht, um sich was? Zu bewegen. So, Bewegung ist das Ergebnis der Energie. Ja? Da haben wir gesagt, alles, was sich bewegt, wird bewegt. Okay? Es wird bewegt. So, das heißt, die Bewegung ist ein Ergebnis der Kraft, die darauf einwirkt. So, das war für mich eine der großen Entdeckungen nach 2 Jahren. In meiner Praxis 2008, ich habe 2004 angefangen, jetzt 2006, habe ich festgestellt, dass es ein Element gibt, das ist, nachher habe ich gesehen, hauptsächlich beteiligt und Hauptsache, hauptsächlicher Energieversorger für die Zelle, und das sind Gedanken. Schon mal gehört davon? Gedanken. Ich konnte nämlich die Krankheiten meiner Patienten auf nichts anderes zurückführen, außer auf ihr Erlebnis, auf das, was sie denken. So, wir lernen aber in der Medizin nicht, was Gedanken sind, oder? Was hast du gelernt, was Gedanken sind für die Zelle? Nein, also ich weiß, ich wundere mich immer mehr, was wir lernen, was wir nicht lernen. Aber die Gedanken haben wir nie definiert. Wir haben nie uns gefragt, wäre es nicht wichtig, dass wir wüssten, Gedanken, wo, was sie sind? Wäre es wichtig oder nicht? Weil was sind wir denn? Leben wir wegen dem Sauerstoff und wegen der Nahrung oder wegen was leben wir? Was ist das Hauptsächliche, was wir tun? Wir denken Tag und Nacht. Okay? So, Gedanken müssten doch eine Hauptrolle spielen in der Medizin. Weil Gedanken machen unser Leben aus, oder nicht? Aber interessanterweise, glauben Sie, diese Leute, die diesen Mann hier seine Schulter behandelten, meine Kollegen haben gefragt, was er denkt? Ja oder nein? Das fragt keiner.
Und wir haben ja einen Muskelschaden. Wir haben ja irgendeine Entzündung. Woher die Entzündung kommt, wissen wir zwar nicht, aber der Gedanke kann es nicht machen. Fragen Sie den Doktor mal, wenn Sie irgendwas haben, und Sie gehen zu ihm und sagen, Herr Doktor, könnte mein Denken das tun? Sagt er, also sicherlich nicht. Wenn Sie eine Blasenentzündung haben, wird er nicht sagen, na, die Blasenentzündung vom Denken? Bitte? Der kühlt irgendwo falsch gesessen. Ja? So. Aber wir haben ja gesehen, die Blase ist ja nur ein Element. Ist es die Temperatur? Ja? Oder ist es was anderes, was es bewegt? Ich bin einverstanden, wir können uns unterkühlen. Wir können durch starke Unterkühlung unser Leben gefährden und krank werden. Aber wir müssen immer schauen, liegen die vorhanden? Und nehmen wir an, dieser Mann hat seine linksseitige Entzündung bekommen, weil er sich linksseitig verkühlt hat und rechts nicht. Geht das? Rein so physiologisch. Ah ja, der Zug kann ja dich treffen, nicht so. Und aber da muss man das nachvollziehen, dass das so ist. Aber komischerweise, wieso ist der Zug auch in seine Lunge gegangen? Wieso ist er nicht am Kopf geblieben? So, all diese Dinge müssen wir doch irgendwo betrachten und sehen, ob sie passen zusammen. So, dieser junge Mann hat ein Gedankenproblem. Deshalb hat er seine Nase zu und sein Ohr zu und seine Lunge zu. Sie macht die Gedanken, machen ihn. So, was ich herausgefunden habe an den Gedanken ist, dass das Leben des Menschen sich um was dreht? Von morgens bis abends und von abends bis morgens. Es dreht sich immer nur um eine Sache. Das ist die Liebe. Und die Liebe ist etwas, was viele Teile hat. Das ist Sicherheit, Harmonie, Gerechtigkeit. Und die Liebe hat eine Menge Sachen. Aber ich versuche, um nicht hier durcheinander zu kommen, ich sage, Gedanken oder Liebe ist eine geistige Information. So, wie kann eine geistige Information an die Zelle rankommen? Ja? Wie kann das sein? So, wir haben also, das ist meine zweite Kolumne, ist die Frage, wenn ich einen Mangel habe irgendwo, muss ich doch wo gucken? Am Ende oder am Anfang? Am Anfang. Ich muss also gucken, wo kommt das Ding rein? Ja? Wo kommt das Element in den Körper? Weil wenn ich einen Mangel habe, dann muss es doch irgendwo an der Pforte, sage ich mal, liegen. Und wir haben ja im Prinzip nur zwei Wege der Versorgung. Ich male das jetzt mal grün an, obwohl es ja nicht grün ist. Das Blut, okay? Was alle Elemente, wir werden sehen, welche Elemente übers Blut gehen. Wenn wir hier den Sauerstoff nehmen, wir nehmen hier jetzt die Eintrittspforten oder die Organe der Zufuhr. Sie spielen ja die Hauptrolle, dass Dinge alle da sind. Ja? So, wer bringt uns den Sauerstoff ins Blut? Ja, das sind die Lungen. Ist der Sauerstoff, der in den Lungen ist, in uns oder außerhalb von uns? Ja, so. Erst wenn der Sauerstoff im Blut ist, dann wird er zu allen Zellen, weil der Mensch, wohin kommt das Blut? Kommt das Blut zu allen Zellen? Ja, so die Versorgung mit Blut kommt überall hin. Es kommt nicht direkt zu allen Zellen, da gibt es noch ein bisschen andere Wege. Auch im Gehirn kommt es ja nicht direkt dahin. Aber es geht übers Blut. Wenn der Sauerstoff im Blut ist, dann wird er überall hin transportiert, wo er hin muss. So, wir haben notwendig Wasser und Nahrung. Wo ist dort die Eintrittspforte? Magen. Darm. Ja? So. Wann ist
das Essen in uns? Im Magen ist es schon unser oder noch nicht? Nein, der Darm ist ein offener Schlauch. Erst wenn es wiederum, wo ist? Im Blut, okay? Wenn die Nahrung im Blut ist, dann ist es in uns. Bevor ist es nicht. Deshalb können wir einen Haufen Bakterien im Magen oder im Darm haben. Sie gehören nicht uns. Sie sind auf uns. Und sie tun uns nichts, okay? Tun uns nichts. So, die Wärme wird über die Haut ausgetauscht, aber über welches Element? Über die Blutzirkulation, okay? So, die Gefäße werden eng oder dünn und ja, so. Das geht alles übers Blut. Jetzt kommen wir zum Schlaf. Wer macht den Schlaf? Wir werden sehen, dass der Schlaf eine Sonderposition ist. Er ist im Prinzip auch, ich würde fast sagen, sekundär, ja? Er ist wichtig, aber das Gehirn macht ihn. In der Medizin und in der Wissenschaft weiß man nicht, warum wir schlafen müssen. Ja? Man sagt, wir müssen schlafen, aber man hat keine Antwort drauf. Aber man hat die Antwort nur deshalb nicht drauf, weil man nicht weiß, wie der Mensch funktioniert. Weil wir werden sehen, wenn wir wissen, wie das Ganze zusammenhängt, dann sehen wir, warum wir schlafen müssen und warum das Gehirn uns in den Schlaf tut. Ja? Was in der Nacht passieren muss, damit unsere Zellen am anderen Morgen wieder funktionieren. Das heißt, reagieren auf den Befehl. Okay? So, die Sonne kommt nicht übers Blut, sie kommt über die Augen und über die Haut. Ja? Deshalb kann die Sonne auch keinen Magenmelanom machen, weil die Sonne kommt nicht in den Magen. Wusstet ihr das? Scheint nicht durch. Und dennoch bekommen Menschen im Magen einen Hauttumor. Denn heute die Welt annimmt, das ist die Sonne, die böse Sonne. Dabei ist die Sonne nicht einmal beteiligt bei dem ganzen Prozess. Bin überzeugt davon. Weil der ganze Körper ist irgendwo in der Sonne oder Großteil und man kriegt das Melanom am Unterschenkel links oder rechts. Man hat ja beide in der Sonne gehabt. Ja, oder man kriegt ihn im Gesicht links oder rechts. Man hat ja beide in der Sonne gehabt. Wieso nur die eine Seite oder die andere? Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was die Sonne kann und nicht kann. Sicherlich kann sie zu viel sein, ja? Aber das können alle diese Dinge, die wir haben, zu viel und zu wenig. Und jetzt ist die Frage, die wichtigste ist, wo kommt denn jetzt der Gedanke rein an die Zelle? Und über welchen Weg? War das wichtig zu wissen? Nun, der Gedanke kommt nicht übers Blut. Er steuert auch das Blut. Aber wir müssen uns deshalb ein bisschen heute Abend, ich mache noch diesen Punkt, ja, ich denke, Sie können Sie noch, ja, wir haben ja noch ein bisschen, weil ich denke, ich habe nur 3 Abende und auch wenn das ein bisschen jetzt ein Marathon ist, aber ich möchte in 3 Abenden mal schnell zusammenfassen, sodass wir am letzten Abend uns dann auch noch ein bisschen unterhalten können, falls Fragen sind. Und deshalb gehe ich heute ein bisschen viel, aber ich habe ja morgen den ganzen Tag nachzudenken. Und ja, aber wir müssen ja erstmal ein bisschen Fundament gründen und auf das Fundament aufbauen. So, wir haben in unserem Gehirn, müssen wir, glaube ich, nach der Ursache suchen, oder? Ja, ich denke, wir sind alle einverstanden, dass wir nach den Gedanken und nach der Eintrittspforte in den Menschen, in das Gehirn gucken müssen. So, und deshalb, wir haben im Gehirn im Wesentlichen nur 2 große Dinge, die wir verstehen müssen, die wir uns merken müssen. Sie werden sehen, das Ganze ist einfacher, wie man sich manchmal denkt. So, wir haben der Kopf des Gehirns ist die Hirnrinde. Ja, in der Hirnrinde, und davon haben wir 2, ja, dann haben wir jeweils die Hälfte des Körpers
Und manche Zentren sind nur auf der einen Seite, zum Beispiel das Sprachzentrum, das ist beim Rechtshänder links und beim Linkshänder rechts. So, da haben wir diese, einige Sachen sind nur auf der einen Seite, aber letztendlich haben wir in der Hirnrinde den ganzen Menschen. Ja, Sie müssen sich so vorstellen, dass von der Hirnrinde wird der Mensch wie ein Roboter gesteuert. Der C kann nie sagen etwas. Er muss tun, was ihm die Hirnrinde sagt. Okay? Der Mensch ist ein Roboter. Und in der von der Hirnrinde gehen die Befehle aus. Und Sie werden sehen, was für Befehle. Und niemand kann sich diesen Befehlen widersetzen. Weil es nicht geht. Ja? So. Deshalb, in der Hirnrinde haben wir den ganzen Menschen und wir haben natürlich das Denken. Wir können nur in der Hirnrinde denken. Wir haben nur dort die Fähigkeit. Wir haben dort den Willen. Wir haben dort die Motivation. Und jegliche Wahrnehmung haben wir nur in der Hirnrinde. Schauen Sie, was wir jetzt hier tun, ist nur auf dieser Ebene. Alles, was wir sehen, riechen, schmecken, fühlen, alle Sinne. Ja, alles findet nur in der Hirnrinde statt. Okay? Er sitzt so und tut sich das Ding hier, so die Hand, so seine Hirnrinde, von dort geht das aus. Okay? Ohne die null Fähigkeit etwas. Ja, da passiert nichts. So. Und jetzt ist es interessant, dass wir die Konstruktion anschauen. Ich finde es immer so schön, wenn man die Struktur erkennt, wie das Ganze läuft. So von der Hirnrinde aus, wie wird der Körper gesteuert? Wie? Das heißt, was geht da weg? Was geht aus der Hirnrinde zu Milliarden von Drähten weg? Was sind diese Drähte? Nervenbahnen. Okay? Das ist hochinteressant, finde ich. Dass von der Hirnrinde Leitungen weggehen. Leitungen. Und jede Leitung hat eine Aufgabe, ein Ziel und hat irgendwo ein Endorgan in Sicht. Und ich weiß nicht, ob Sie auf dieser Ausstellung mal waren, Körperwelten. Ja, die gibt es ja, also bei uns in Süddeutschland. Und dieser Mann, der plastiniert, der nimmt den Körper des Menschen und dann, damit das ein bisschen interessant ist, dann macht er nur die Muskeln oder nur die Organe oder irgendwelche Dinge. Und so hat er auch nur das Nervensystem. Hat also alles weggebrannt aus einem menschlichen Körper und hat nur vom Gehirn, also vom Kopf ausgehend, alle Nerven. Natürlich, die sind dann wie ein Knäuel verwickelt. Sie sind natürlich, sie haben ja keinen Support mehr, sie gehen ja nicht nach einer Bahn. Ja? Und ich fand, das Bild hat mich beeindruckt bis heute. Ich müsste es mir irgendwann mal, man darf ja noch nicht fotografieren, aber es ist ein sehr beeindruckendes Bild, wenn man nur die Nerven sieht vom Menschen. Ja, so, wir sind alle verkabelt. Wir sehen, was wir hier mit der Technik verkabelt sind. Das ist nichts gegenüber dem, wie wir im Körper verkabelt sind. Und das Schöne ist, dass es über Kabel passiert alles. Ja, also der Impuls von oben geht über Kabel. Und dann kommt der Impuls bis zum Zentrum des Gehirns. Und mach es ein bisschen größer, damit ich noch was reinschreiben kann. Und dann gehen natürlich diese Bahnen durch das Zentrum durch. Und dann bündeln sie sich. Und dann, wenn sie aus dem Kopf rauskommen, oder dann gehen sie auf die andere Seite rüber. Und die anderen, die kommen dann hier runter. Und kreuzen und gehen auf die andere Seite rüber. So. Und dann
im Zentrum, der erste Weg der Bahnen kommt ins Zentrum. Da haben wir das sogenannte limbische System. Und dieses limbische System ist letztendlich das, was wir so nennen, das Hormonsystem. Das ist der Thalamus, Hypothalamus, alles, ja, die ganzen Hormonsysteme. Wir werden dann noch schauen, wie das funktioniert oder genauer. Auf jeden Fall wissen wir, dass alle unsere Gefühle aus dem limbischen System kommen. Ja? Aber auch alles, was wir sehen und hören. Wisst ihr, das limbische System hat außer diesen Nerven, kommen auf jeder Seite wie viele Hirnnerven raus? Auf jeder Seite des, bitte? 12 Hirnnerven, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So. Und der längste Nerv ist der 10. Gehirnnerv. Der geht bis zum Magen, der geht von oben bis nach unten, ja, direkt. Und die eine Seite geht zum Magen, die andere Seite geht zum Herzen, ja. Und dieser Mann mit den Nieren und so weiter, alles auf der rechten Seite, hatte nach der Nierenoperation, das war ja das, oder nach der Prostataoperation, in diesem Lauf, hat er eine Herzrhythmusstörung bekommen. Einen AV-Block zweiten Grades. Und das ist natürlich eine interessante Sache. Das kommt nämlich genau von derselben Hirnseite, wie er auch die Niere hat, weil es ist derselbe Nervus vagus, der bis zum Herzen geht. Der von seiner linken Hirnseite kommt und die Schulter und Niere und alles ist dann von der... Nein, das sind, weil die hier sich kreuzen. Es ist dieselbe Seite. So, seine Krankheiten sind letztendlich einseitig von einer Hirnhälfte nur gemacht. Das finde ich auch interessant. Medizin fragen muss das nie, oder? Also sowas lernen wir nicht in der Medizin, warum wir einseitige Befunde haben. Das ist einfach so. Niemand fragt das. Niemand. Aber Sie werden ja sehen, warum sich auch niemand fragt. Auf jeden Fall, hier ins limbische System kommen alle Nerven rein, alles sehen, riechen, schmecken, alles kommt hier und geht dann hoch, weil... Spüren oder schmecken oder riechen tun wir natürlich nicht im limbischen System. Das limbische System ist nur der Ort, wo diese Dinge gemacht werden. Spüren tun wir sie alle nur in der Hirnrinde. Wir werden auch sehen, warum Gefühle nur in der Hirnrinde existieren können. Nur hier werden sie wahrgenommen. Hier werden sie nur gemacht. Und wir können das schön an der Physiologie betrachten, dass sie hier gemacht werden. Wir haben ja inzwischen schöne Technik und können viele Dinge erkennen. So, jetzt, das ist der Aufbau, den wir so haben im Menschen, unserem Gehirn. Und wir haben gesehen, wir haben Denken oder wir können sagen, wir haben Gedanken. Und wir haben Gefühle. Der Mensch besteht nur aus zwei Dingen. Wussten Sie das? Gedanken und Gefühl. Ja? Und jetzt müssen wir gucken nach einer wichtigen Frage uns stellen. Wir haben Gefühle und wir haben Gedanken. So. Kommen Sie aus derselben Ursprung oder nicht? Wir müssen wissen, woher entstehen sie. Einverstanden? Das ist wichtig zu wissen, woher Gedanken entstehen oder Gefühle. Ja? So. An der Funktion des Gehirns können wir recht schnell verstehen, wie die Gefühle, woher die Gefühle kommen. Ja? Nehmen wir das Gefühl Hunger. Warum haben wir Hunger? Wem fehlt was? Wem? Wem? Der Zelle. So, also ist ganz klar. Wer macht das Gefühl? Das Gefühl macht die Zelle. Ist doch auch so offensichtlich, die Zelle kann ja nicht reden. Hat keine Intelligenz. Aber sie
sie produziert etwas, einen Stoff, der zeigt an, der Hirnrinde oben, es gibt eine Not. Okay? Die Not macht die Zelle, weil sie im Wesentlichen leben will. Wir können ihr das unterstellen, wobei sie ja kein Bewusstsein hat, aber sie möchte produzieren, so muss sie sich melden, wenn sie in Gefahr ist und sie nicht mehr tun kann, was sie soll. So, das heißt, es ist ganz einfach. Aber jetzt müssen wir schauen, woher kommen Gedanken? Kommen Gedanken auch aus der Zelle oder sind sie außerhalb der Zelle? Und woher kommen sie? Okay, bitte? Ja. Nun, im Gehirn haben wir ja nur die Zellen aufgemalt. Ja, können wir Gedanken sehen im Gehirn? Ja oder nein? Können wir Gedanken darstellen? Nein. Hallo, gar nicht. Wir können das Ergebnis des Gedankens sehen. Wir werden es ja sehen, wie es ist. Aber Gedanken sind unsichtbar. Ja, nur das Ergebnis des Gedankens ist sichtbar, weil es wird an der Zelle sichtbar. Okay? Aus diesem Grunde müssen wir ganz klar definieren, woher kommen Gedanken. Deshalb möchte ich die Frage stellen, lebt der Mensch um des Lebens willen oder lebt er, will er mehr? Gibt's beide. Bitte? Ich kenne einige, die nur für Leben leben. Aber eigentlich mehr. Wir sollen was mehr. Ich habe keinen getroffen, der nur fürs Leben lebt. Ja? Aber es sieht so von außen. Es sieht so aus. Ja. Nein, aber es ist, ich habe auch so gedacht, wir alle denken, der Mensch lebt um des Lebens willen, oder? Warum gehen Sie arbeiten? Um des Lebens willen? Verstehen Sie? Warum geht jemand studieren? Um des Lebens willen? Er bleibt Nacht auf, er ruiniert sein Leben. Warum geht jemand Marathon laufen? Warum? Ja, warum tut jemand so etwas? Warum baut jemand ein Haus und schläft nächtelang nicht und schafft wie ein Wilder? Ja, warum? Was treibt ihn an? So, was den Menschen antreibt, ist Sinn. Und alles, was ich gefunden habe im Leben eines Menschen Sinn macht, wisst ihr, was es ist? Es ist die Liebe. Und ist der Sinn erfüllt, lieben wir das Leben. Und sind im Einklang mit dem Leben. Ist der Sinn nicht erfüllt, sind wir ständig auf der Suche, uns endlich mal den Sinn zu ergreifen, endlich mal befriedigt zu sein. Dann bleiben wir immer auf der Suche. Dann haben wir das Leben nicht. Schauen Sie, es gibt eine Frage. Wir müssen uns jetzt auch stellen. Was ist der Hunger? Ist er ein Befehl oder eine Bitte? Das ist eine Grundsatzfrage. So. Befehl an wen? Lasst uns das mal gucken. Wenn wir sagen hier an den Willen, okay? Wenn wir sagen, der Hunger kommt an den Willen. Und der kommt tatsächlich im Willen an. Das werden wir vielleicht morgen Abend schauen. Und vielleicht können wir uns ein bisschen mehr Details anschauen. So, der Befehl kommt, der Hunger kommt nicht als Befehl, sondern er wird im Willen bewusst. Okay? So. Wer muss entscheiden, oder kann der Wille, das war ich das Erste, kann der Wille dem Hunger die Nahrung verweigern? Kann er. Okay? Wie lange kann er das? Bis er stirbt. Das bedeutet, warum ist der Wille gegen den Hunger? So, was wäre das andere Motiv? Was wäre das andere Motiv? Wann isst ein Mädchen nicht mehr? Abnehmen. Bitte? Wenn es abnehmen will, aber warum will es abnehmen? Es hat Liebeskummer, ja. So, Liebeskummer ist für den Körper nicht sehr gut.
Wisst ihr das? Man schläft nicht mehr, man isst nicht mehr oder man isst zu viel. Aber ich frage mich, wie viel wissen die Zelle, was Liebeskummer ist? Hat die Zelle eine Ahnung, was Liebeskummer ist? Mit was habe ich Bewusstsein dann? Was gibt mir Bewusstsein? Was gibt mir in meinem Gehirn Bewusstsein der Gerechtigkeit? Ich habe einen Patienten, der hat das hier im Mittelpunkt. Ja? Das ist phänomenal. Ich hoffe, wenn ich jetzt das Ding erzähle, dann verwirren wir uns. Ich werde es morgen Abend oder übermorgen Abend, erinnere ich mich, dass ich es euch erkläre. Aber es ist phänomenal. Wisst ihr, dass Gerechtigkeit wichtiger ist wie Leben? Ein Mensch ist um Gerechtigkeit willen bereit zu sterben. Ja, weil Gerechtigkeit im Krisenfall, nun kommt er nicht in die Krise, hat er kein Problem. Aber im Krisenfall ist Gerechtigkeit wichtiger wie das Leben. Und dann komme ich hin und sage mir, okay, woher kommt Gerechtigkeit? Oder wir können alle diese geistigen Sachen sehen. Woher weiß die Zelle, wie viel weiß die Zelle was von Wahrheit? Glauben Sie, Wahrheit ist wichtig im Leben eines Menschen? Ja? Ich werde euch zeigen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, aber irgendwann mal, weil ich beschäftige mich, wie das Ganze funktioniert im Menschen, werde ich zeigen, wie Wahrheit, wie extrem wichtig Wahrheit ist, weit über dem Leben steht. Weit über dem Leben. Aber was für Wahrheit? Ist egal. Wahrheit. Das ist für den Person ist Wahrheit. Vielleicht das ist überhaupt nicht wahr. Sicherlich. Das ist meine Subjektivität. Alles, was ich für wahr halte, denke ich, ist wahr. Aber woher kommt überhaupt das Bedürfnis nach Wahrheit? So, wer hat die Zelle eine Ahnung? Die Zelle hat doch keine Ahnung. Sie wird quasi von der Gerechtigkeit auch noch zerstört. Ja? So, der Mensch, wenn er um Gerechtigkeit will, geht er und kämpft. So, woher hat der Mensch ein Bewusstsein? Was gibt dem Menschen ein Bewusstsein? Was ist das, was dem Menschen ein Bewusstsein gibt? Deshalb, das ist die Frage, wir müssen ja wissen, woher die Gedanken kommen. Wir müssen wissen, woher haben wir diese Bedürfnisse im Menschen? Weil wir mit der Zelle können wir sie nicht erklären. Können wir sie erklären, aus der Zelle kommend? Ja? Wie viel kann eine Zelle von Wahrheit wissen? Ja, das ist so, wie wenn ich den Baum hier frage, sagt mir, ja, das, eine Zelle ist Chemie. Ja? Chemie sind Atome. Das ist super, wenn das die Wahrheit. Bitte? Die wären die Zelle, dann wir wussten die Wahrheit. Aber wieso genau, so die Zellen. Bestimmt nicht in die Zellen. Die Zellen ist nicht in der Wahrheit. Das ist richtig, ja? So, deshalb habe ich Beweise. Ich nenne es Beweise für das Organ, das wir suchen, das die Gedanken in unser Leben bringt oder in unser Leben alles lenkt. Beweise für einen. Das Geist im Menschen. So. Alle diese Dinge können den Menschen nur erklären, wenn er einen Geist hat. Ja? Und der Geist ist der Einzige, der hat Bewusstsein. Der kann geistige Dinge beurteilen, nicht? Die Zelle kann nur wissen, ja, und ein chemisches Element machen. Aber sie weiß nichts. Sie ist ein Programm, wie soll ich sagen, nicht mal ein Programm, sie muss ausführende Dinge, aber sie hat kein Bewusstsein. Was sie tut, hat sie keine Ahnung. So, der Geist im Menschen ist der, den wir vermissen in der Medizin. Ja, hast du was gelernt von Geist? Wir haben doch medizinische Kurse gemacht oder Medizin gelernt. Hat jemand in seiner Ausbildung gelernt, der Mensch hat einen Geist? Habt ihr das schon mal gelernt? Ja oder nein?
Und das sagt uns niemand. Aber wisst ihr, dass dieses Bewusstsein, dass wir einen Geist haben, erst in den letzten 100, 150 Jahren verschwunden ist? Davor war hier allen auf Erden klar, zumindest den meisten, dass der Mensch einen Geist hat. Und dass der Geist alles lenkt. Gucken sich Schiller an oder Goethe und was die schreiben. Ja? Und sie hatte nicht die Idee, dass der Geist aus den Zellen kommt. Statt kamen die Psychologen. Bitte? Also seitdem gibt es die Psychologen. Ne? Ja, aber die Psychologen, die haben auch kein Konzept, ja, dass sie wissen, aha, wo kommt denn der Gedanke her? Ich meine, ja, weil der Psychologe guckt nicht die Zellen an. Ja, der guckt sich nur die anderen an. So, mein erster Beweis, dass wir zwei sind, ist, das heißt, wir sind zwei unterschiedliche Elemente. Wir sind wie Computers. Computer haben zwei unterschiedliche Elemente. Wir haben Hardware und Software. Ja, das sind zwei unterschiedliche Elemente. Das sind Körper und Geist. Und der erste Beweis ist der Widerspruch. Der Widerspruch im Ziel. Das heißt, ich habe Hunger, aber weil ich einen Liebeskummer hat, esse ich nicht. Klug oder unklug? Unklug für die Zellen. Aber für den Geist wohl? Anscheinend eine Lösung. Ich muss mich ja bestrafen. Ja, ist ja nicht sehr klug, aber es wird so gemacht. So, ihr seht, wir haben einen Widerspruch zwischen Gefühlen und Gedanken. Ja? So, habt ihr nie diesen Widerspruch in euch? Ja? So, kämen sie beide aus derselben Quelle, gäbe es keinen Widerspruch. Wir haben nämlich kein einziges Element auf dieser Welt, das in sich selbst widersprüchlich ist. Kein einziges. Ja? Die Biologie in sich selbst ist nicht widersprüchlich. Aber der Geist mit der Biologie, ja, können im Widerspruch sein. So, deshalb die erste Sache, ich kann den Menschen nicht erklären. Wenn ich dahin gehe und sage, und das machen die Wissenschaftler, sage, Gedanken entstehen in den Zellen und sind Ausdruck dieser hochkomplexen Verbindungen unter diesen vielen Milliarden von Zellen, dann sage ich mit anderen Worten, wenn ich einen Baum sehe, dass er sich bewegt im Wind, dann sage ich, der Baum bewegt sich selbst. Kann sich ein Baum selbst bewegen? Kann er sagen, oh, jetzt will ich mal ein bisschen. Ja? Kann er das? Kann er sagen, ich tanze jetzt mal und ja? Der Baum ist nie fähig, irgendeine Bewegung. Er wächst natürlich, ja, aber er wird bewegt. Wer bewegt ihn? Der Wind. Aber stellt euch vor, die Wissenschaftler gehen hin und sagen, der Baum bewegt sich selbst. Können Sie je bei all Ihrer Forschung die Wahrheit über die Bewegung des Baumes herausfinden oder nicht? Können Sie oder können Sie nicht? Es ist nie möglich, weil Sie gehen von welcher Voraussetzung aus? Von einer völlig falschen Voraussetzung. Sie sehen die Bewegung des Baumes und sagen, der Baum bewegt sich selbst. Lasst uns den Baum angucken, lasst uns ihn forschen, warum bewegt er sich? Sie werden die Antwort nie finden, weil es energetisch von dem Gesetz der Versorgung nicht geht. Alles, was sich bewegt, wird bewegt. Das ist ein Grundgesetz. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe etwas, was sich selbst bewegt, dann müssen wir alles verändern. Ja, aber das gibt es nicht, weil aufgrund des Gesetzes, es gibt kein Perpetuum mobile, es gibt nichts, was aus sich selbst heraus eine Kraft sich herstellen kann. Es gibt es nicht und es wird es auch nie geben. Da gibt es nur einen, der das kann und das ist Gott. Aber alles andere kann es nicht. Alles andere kann es nicht. So. Deshalb, wenn ich davon ausgehe, dass ich keinen Geist habe und die Gedanken sind Folge der Hirnzellen, dann sind Gedanken nicht wichtig. Wisst ihr das?
dann spielen Gedanken eine untergeordnete Rolle, weil dann sind sie so wie Bewegung. Sie sind Ergebnis. Ja? Sie sind ein Produkt. Aber jetzt müssen wir deshalb sehen, sind sie ein Produkt oder sind sie nicht? Ja? Deshalb müssen wir uns die Frage stellen. Gedanken. Sind Gedanken Bitten für die Zelle oder sind Gedanken Befehle für die Zelle? Das ist der zweite Beweis. Wer steuert den Menschen? Gefühle oder Gedanken? Es kommt darauf an, welche ich mich lasse, darauf mich lasse. Also meine Gefühle oder dass ich überschreibe mit meinen Gedanken. Dann gucken wir nochmal an. Wir müssen ja wissen, das Gefühl, wir haben ja hier die, in unserem, haben wir die Instinkte im limbischen System, ja, die Sexualität, der Appetit, all die Leidenschaft, das ist alles hier rein ein biologisches Bedürfnis, man kann sagen, Bedürfnis ist kein Grundbedürfnis. Und das kommt hoch an den Willen. Aber wer muss denn entscheiden, was ich tue? Wer muss entscheiden? Der Geist. Okay? Das heißt, Sie sehen, das Gefühl kann mich drängen. Und wenn ich dem Gefühl natürlich nachgebe, dann könnte ich sagen, das Gefühl steuert mich, aber das Gefühl muss vom Geist einen Befehl bekommen, dass irgendetwas passiert. Ja? So, das Gefühl steuert viele Menschen in dem Sinne, dass, weil ihr Geist dem Gefühl gern nachgibt. Ja? Aber das Gefühl kann nicht steuern. Es ist immer des Geistes Aktivität, die dem Gefühl nachgibt. Und deshalb gibt es nur ein Steuerungselement und das sind die Gedanken. Und schaut, der Körper und Gedanken sind Befehle, sind keine Bitten. Die Zelle kann sich nicht dem Gedanken wehren. Schauen Sie, wenn es könnte, könnte die Hand nicht mehr bewegen. Wisst ihr das? Ja? Weil die Hand würde sagen, oh, ich will nicht. Ja? Die Zellen haben keine Möglichkeit. Was der Geist denkt, hat einen Impuls, hat eine Einwirkung auf die Zelle, der sich die Zelle nicht entziehen kann. Das ist so. Und wir können es, Gedanken sind Befehle, Gefühle sind Bitten. Der Körper kann nicht anders tun. Die Zellen können sich selber nicht steuern. Sie können nur anmahnen, was fehlt. Und ihr seht, haben wir keinen Geist, dann brauchen wir weder Gedanken noch Gefühle. Einen Baum, der hat keinen Geist. Er hat ein Leben, ja? Aber er hat keine Gefühle. Weil wer soll sie denn fühlen? Nur der Geist kann Gedanken bearbeiten und nur der Geist kann Gefühle fühlen. Aber die Gefühle sind die Sprache des Körpers, die der Geist verstehen muss. Aber wenn der Mensch nicht versteht, was seine rechte Schulter ihm sagt, wenn sie Schmerzen macht oder sein Herz, wenn er stolpert, dann was soll er tun? Ja? So deshalb ist es entscheidend, dass wir verstehen, der Geist ist derjenige, der steuert und der Geist ist derjenige, der die Gefühle wahrnimmt. Weil er muss ja wissen, okay, wo will ich mein Auto bewegen? Und habe ich die Hand ins Feuer getan, dann meldet sich die Hand, aber kann die Hand sagen, nimm mich aus dem Feuer? Nein, ich kann sie wieder hineintun. So, der Geist muss an den Gefühlen, wenn man so will, lernen, was sein Körper braucht und nicht braucht, ja, was ihm gut kommt und nicht kommt, damit er dann umdenkt. Aber Gedanken sind Befehle. Der Körper, für die Zelle ist Gedanke ein Befehl, ein absoluter Input. Und wir beweisen das, ich beweise das immer mit diesem einfachen Beispiel, eine Schrecksekunde, ja? Nehmen wir an, wir haben hier einen Bären, der plötzlich hier steht und so auf zwei Tatzen hochgeht und so macht, ja? Habt ihr schon mal gesehen, oder? So, und jetzt wer
Wer interpretiert, ob der Herr Gefahr ist oder nicht? Wer macht die Rechnung? Die Zellen? Nein, der Geist. Der Geist interpretiert. Und er hat zwei Möglichkeiten, oder? Er kann sagen, der Bär ist eine Gefahr, ja? Oder der Bär ist mein Spielgefährte. So, jetzt, wie er denkt, so reagieren wir es. Seine Zellen. So hat er Angst vor dem Bären. Was passiert in seinem Körper in kürzester Sekundenzeit? So, da wird ein von dem Hirnrinde ausgehen, ja? Wo der Geist sitzt, da gibt es eine Kettenreaktion. Und in einigen Millisekunden ist der ganze Körper verändert. Aufgrund eines kleinen Gedanken. Ja? So, die Zellen haben keine Wahl. Wenn ich Schreck denke, dann läuft mir es kalt über den Rücken, nicht? Oder die Füße werden weich, nicht? Aber wer hat es ausgelöst? Das ist doch nur mein Geist und meine Zellen, die erholen sich dann wieder, wenn sie nicht mehr so geprügelt werden vom Geist. Aber sie können das nicht aussuchen. Versteht ihr? Deshalb, wenn jemand geängstigt ist, wisst ihr, dass Zellen keine Angst kennen? Das ist ja nur der Geist. Aber wie fühlt sich jemand, der Angst hat? Ich bin ein Angstmensch, ich kenne das. Es gibt nichts Schlimmeres als Angstgefühle. So habe ich den Eindruck, weil ich sie kenne. Ja? So, aber es ist nur die Fehleinschätzung des Geistes, der den Körper so peinigt, dass er mit dem Gefühl Angst hochkommt. Ja? Wenn mein Geist keinen Sinn hat für Angst, für Gefahr, und er sagt, der Bär ist ja mein Spielpartner, und wäre er nicht sein Spielpartner, und der Geist würde sagen, ist keine Gefahr für mich, der Bär. Nichts passiert in seinem Körper. Negativ. Weil der Impuls von hier oben gegeben wird. So, Gedanken sind Befehle. Der Körper hat keine Wahl. Was du denkst, das muss er tun. Und die Gedanken beeinflussen die Zelle. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Ich weiß, die Zeit rennt. Aber ich wollte diesen Punkt fertig machen, damit wir morgen ein bisschen mehr in Inhalt kommen, weil das ist alles nur, ja, ich sage immer, Aufbau, ja, Grundaufbau. So, der Geist, die Frage ist die, was sind Gedanken, das ist meine Lieblingssache zu erklären, was sind Gedanken für die Zelle? Wir haben gesehen, es sind Befehle, aber lasst uns das noch ein bisschen näher betrachten, was die Energie anbelangt. Was sind Gedanken für die Zelle? Das ist mein schönste Sache, weil ich denke, damit beweisen wir die Existenz des Geistes. Okay? So, jetzt gucken wir uns wieder die Hirnrinde an. So, was ist die wichtigste Energieform oder mit was funktioniert der Nerv? Mit welcher Energie? Wisst ihr das? Elektrische Energie. So, da hier oben ist Elektrizität. Jeder Nerv funktioniert mit Strom. Ja? Jede Zelle, bevor sie irgendwas tut, braucht sie Strom. Ohne Strom gibt es was? Nicht. Keine Verbrennung. Ja, die Zellen sind Motor. Sie brauchen Sauerstoff. Sie brauchen die Elemente. Wofür? Wofür? Für die Verbrennung. Okay? So, das alles ist Strom. Was folgt auf den Stromimpuls? Was ist und wird gemacht im limbischen System? Was ist hier für eine Produktion? Hier ist Chemie. Das ist die Chemiefabrik und das ist die Elektrizitätsfabrik. So ganz einfach.
Aber wir haben ja nur diese zwei Formen Energie, ja? So, Verbrennung und Elektrizität. Und interessant ist, dass der erste Impuls nicht von der Chemie ausgeht, sondern vom elektrischen Strom. So, der elektrische Strom kommt und je nachdem, was ich denke, was für produziere ich hier irgendwelche Stoffe? Denke ich etwas Schönes? Wie fühle ich mich? Gut. So, das Gefühl kommt vom limbischen System. Das sind Stoffe, die sagen, wunderbar, hast du gedacht. Der Befehl ist gut. Ja? Aber kommt hier oben ein anderer Gedanke und es fließt ein Strom, den die Zellen als nicht so gut empfinden, dann schreien sie Aua. Oder sie machen nichts. Und dann gibt es ein schlechtes Gefühl. So, Sie sehen, von der Hirnrinde geht Elektrizität aus. Wir können heute einen Menschen an die Kabel setzen, weil was können wir messen aus dem Gehirn? Strom, die Hirnströme. Wir können den Strom messen. Und wir sagen ihm und geben ihm eine Aufgabe. Er soll etwas tun, eine Entscheidung treffen und was tun. Und was können wir dann messen? Wir sehen einen Stromimpuls, der dann anfängt und dann zack, bis dahin geht. So, der Gedanke macht den Stromimpuls. Woher kommt die Elektrizität in die Hirnrinde? Durch wen? Durch den Geist. Der Geist ist und produziert durch Denken an der Zelle den Strom, genauso wie der Wind, der die Windmühle dreht. Okay? Wenn Strom das Wichtigste ist, was die Zelle des Menschen braucht, und wir wissen, dass die Gene mit Strom gesteuert sind, dann ist es ganz klar, dass der Geist der wichtigste Energieversorger ist. Ja? Weil alles fängt mit ihm an. Der Geist des Menschen ist Lebensenergie. Der Mensch lebt, weil er einen Geist hat. Weil wie können wir feststellen, wenn ein Mensch tot ist? Wann ist ein Mensch tot? Nun, wenn keine Hirnströme mehr sind, das Licht ist aus, der Strom ist weg. Hallo, wie kamen die Zellen auf die Idee, keinen Strom mehr zu produzieren? Oder wie können die Zellen mit Strom etwas tun, ja, den sie sich selber nicht produzieren können? Der Strom ist zwar aus den Zellen Output, aber jemand muss es ja reingetan haben. Und es ist der Geist. Der Geist ist und produziert durch Denken Strom. Er ist der wichtigste Energieversorger für unsere Zellen. Und wir kennen ihn nicht. Ist das nicht eine Schande, oder? Ja? Ich meine, wir sind ja in diesem hochentwickelten 21. oder 22. Jahrhundert schon. Und wir sind so hochentwickelt, dass wir den wichtigsten Versorger des Lebens nicht kennen. Wir gucken den Baum an. Wir gucken uns das Gehirn an, die Hirnwürste gucken sich das Gehirn an und sagen, oh, fantastisch, das Gehirn bewegt sich selbst. Äußerst ordentlich klug. Aber das geht nicht. Das Gehirn kann sich selber nicht bewegen. Der Beweis ist, wenn der Geist weg ist, bewegt sich nichts mehr. So, der Geist lebt in der Hirnrinde. Er verbindet die beiden Hirnrinden zu einer, obwohl wir keine anatomische Verbindung haben. Dennoch funktioniert unsere beiden Hirnrinden mit einem Geist. Okay? Aber wir haben unterschiedliche, wir werden sehen, Beziehungen auf verschiedenen Hirnrinden. Deshalb kriegen wir, je nachdem, wo der Geist falsch, wir werden sehen, denkt, den Fehler. Ja? Wenn man im Koma liegt, dann funktioniert nur die Mitte. Nein, der Geist funktioniert immer noch.
Ohne Strom kann man nicht im Koma liegen. Ohne Geist sind wir tot. Dann müssen uns die Maschinen eine Weile erhalten. Aber wenn jemand hirntot ist, wird er, die Organe werden weggenommen, es wird keine, ja, im Koma bedeutet nicht, dass wir keine Hirnströme haben. Ja, es gibt Wachkoma, es gibt unterschiedliche Komas. So, da ist immer noch Hirnstrom da. Ja, Hirnaktivität da, also der Geist ist nicht weg. So, der Geist ist Lebensenergie. Aber auch wenn er nur Energie wäre, dann wäre er laut Energie gesetzt. Von wo käme er gegenüber der Zelle? Immer von außen. Okay? Da haben wir gesehen, die Energie kommt von außen, nicht aus der Zelle selbst, aber der Geist bringt das Leben. Es gibt einen sehr schönen biblischen Text, der kommt vom Schöpfer und er sagt dort in Johannes 6, 63, wo er sagt, der Geist ist der, der lebendig macht. Das Fleisch, damit ist der Körper gemeint, ist nichts Nutze. Und er sagt noch weiter, meine Worte sind Geist und Leben. Aber damit, Worte sind ja etwas Geistiges. Worte drücken ja Gedanken aus, sind Ausdrücke eines Geistes und sind nicht Ausdrücke von Zellen, Worte. Ja, Zellen können nicht sprechen. Und deshalb ist es so entscheidend, die Lebensenergie des Menschen besteht in seinem Geist. Deshalb ist es doch verständlich, dass der Geist das Wichtigste ist, oder? Also ich glaube an die Bibel deshalb, weil in der Bibel ist der Geist derjenige, der den Körper krank macht. In der Bibel finden Sie kaum etwas über Ernährung, das Sie krank machen wird. Wir finden dort, was wir essen und nicht essen sollen, aber die Bibel spricht hauptsächlich davon, dass der Geist denken muss, richtig, damit er dem Körper nicht schadet. Das ist das einzige Buch, das das sagt. Und auch die Erkenntnis bringt, ja, weil sie zeigt auf, wie der Mensch geschaffen wurde, nämlich aus Erde und Gott blies ihn den Geist ein. Und diese zwei Elemente ergeben den Menschen. Und wenn der Geist sich trennt, ist der Körper tot und wird wieder zur Erde zurückkehren. So, der Geist ist Lebensenergie. Ein letzter Punkt heute Abend über die Gedanken ist, Gedanken sind nicht Atome. Ich denke, das können wir beweisen. Wenn mir jemand kommt und sagt, ich habe ein Atom, das drückt diesen Gedanken aus. Ja, so, dann bin ich sehr froh darüber. Aber bis das nicht geschieht, sind Gedanken nicht Atome. Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht Materie sind, weil ich weiß nicht, ob nicht auch aus Atomen noch andere Materie ist. Aber auf jeden Fall, Gedanken sind nicht Atome. Wenn Gedanken Atome wären, dann könnten wir die Liebe in eine Flasche füllen. Ja? Wenn die Gedanken aus der Zelle kommen, dann sind sie Atome, dann können wir alles, was eine Zelle produziert, können wir irgendwo auffüllen und jemand sagen, hier, nimm's ein. Dann würden wir Liebesinfusionen machen und die Menschen wären alle sehr glücklich und zufrieden. Aber das gibt es nicht. Okay? So, deshalb haben wir eine klare menschliche Struktur in unserem Gehirn. Wir haben den Geist und wir haben hier oben die Zellen. Die Zellen sind die Hardware für die Jüngeren. Und zusammen mit dem Geist ergeben sie das Leben oder die Seele. Und das finden wir nur in der Hirnrinde, weil nur in der Hirnrinde haben wir den Geist. Okay? Das ist so wie der Pilot im Cockpit, der alles lenkt. Und weiter unten haben wir nur Zellen. Ja, alles Hardware. Deshalb hier ist der Sitz der Hardware, die antwortet, ob der Geist richtig tickt oder nicht. Mehr als Antworten, als Gefühle machen kann der Körper nicht. Deshalb das Element oder die Eintrittspforte, das Organ, das die Gedanken in den Menschen bringt, kommt nicht übers Blut. Es ist
der Geist. Es kommt über die Hirnrinde rein. Dort wohnt der Geist. Und im Herzen, ja, das sagen mir viele, die Liebe kommt aus dem Herzen. Im Herzen, das ist der Ort, wo Geist und Körper sich treffen, wo der Strom entsteht. Wo der Anfang des Impulses ist. Der geht immer aus dem Herzen raus. Und das ist spannend, das zu sehen. Man kann das sogar, wenn wir morgen Abend Zeit haben, können wir vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wie man das sehen kann, wann der Mensch eine Entscheidung getroffen hat und wie der Stromimpuls losgeht. Und er geht immer los in einem Punkt, dort, wo der Geist dem Körper den Befehl gibt. So spannend, ne? Also für mich, jedes Mal, wenn ich es erzähle, wird es wieder spannender. So, wir müssen den Geist suchen. Das heißt, wir müssen sehen, wo das Problem liegt. Ich gehe nochmal doch noch diese Kolumne hier kurz durch. Tätigkeit. Was müssen wir tun, damit wir Sauerstoff in der Lunge haben? Atmen, trinken, essen. Bei der Wärme müssen wir uns entweder wärmen oder kühlen. Beim Schlaf müssen wir uns hinlegen. Erinnert mich, dass wir morgen nochmal über den Schlaf sprechen, weil wenn der Geist den Strom macht, wisst ihr, was im Schlaf passiert? Ladung der Zellen. Der Geist lädt über Nacht die Zellen, die den Strom verbraucht haben, weil sie müssen wieder aufgeladen werden. Und hätte ich die Möglichkeit, das im Labor zu prüfen, dann würde ich das sehr gerne messen, den Unterschied an Strom. Weil dann wissen wir, dass wir schlafen müssen, damit unsere Zellen brauchen einen Strom, bevor der Befehl kommt und die Verbrennung stattfindet, müssen sie einen Grundstrom haben. Und das macht der Geist über Nacht. Deshalb entstehen die Krankheiten auch über Nacht, weil dann wird der falsche Strom, die falsche Kraft übertragen. Ja? Mit einer Bedeutung, wenn man sagt, den Sein gibt es daher im Schlaf. Ja, ja, sicher. Ja. So, und dann, aber das können wir dann noch vielleicht dann besser, die Sonne können wir sagen, Sonnen. Und was muss der Geist tun, damit der Körper Energie hat, also Strom hat? Was muss der Geist tun? Er muss denken, er kann ja sonst nichts. Okay, er muss denken. Ja, denken. Sammelt zusammen alle Aktivität des Geistes. So, Sie sehen, abschließend, jede dieser Tätigkeit ist wertfrei. Durch alle diese Tätigkeiten können wir uns töten. Können wir? Ja, wir können wir uns durch Atmen töten? Durch reines Einatmen? Ja? Dadurch, dass wir was atmen? Was keinen Sauerstoff hat, ja? Kohlenmonoxid oder irgendein anderes Gas. So, können wir durch Trinken uns umbringen? Ja, wir können uns durch jede Tätigkeit, die uns am Leben erhält, auch umbringen. Weil die Tätigkeit ist nicht, ist zwar wertfrei, aber sie ist nicht frei für die Zelle. Ich muss genau das zur Zelle geben, was sie vorschreibt. Sonst wird sie sich melden. Und manche trinken dann nur einmal und dann hat sich die Zelle gemeldet und ist tot. So, oder atmet genau was ein. Deshalb müssen wir verstehen, denken kann tödlich sein. 90% unserer Menschen sterben an den eigenen Gedanken. Bei 90% unserer Krankheiten sind geistige Natur. Das heißt, der Geist denkt nicht, was er soll und gibt dadurch der Zelle einen falschen Impuls. Er verändert das Gen und dann macht das Gen den Rest der Krankheit. So. Also, wovor steht dann der Geist? Bitte? Jeder Mensch hat einen eigenen Geist. Ja? Weil wir können ja für einen anderen nicht denken, oder? Ja? Und der Geist ist das, was unser Leben steuert. Ja? Und wir haben unterschiedliche Geister, aber wir funktionieren identisch im Geist und im Körper. Die Funktion ist immer identisch. Wir sind alles gleiche Computers, sage ich mal, oder gleiche Handys. Ja? Die Gesetzmäßigkeit ist identisch. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja? Wir sehen auch unterschiedlich aus.
Wir sind jeder einzigartig, dennoch funktionieren wir nach demselben Gesetz, nach derselben Funktionsweise. Ja, deshalb kriegen wir auch dieselben Krankheiten. Wisst ihr, wie viele Leute Nierenkarzinom haben? Wisst ihr, wie viele Leute, die Schulterprobleme haben? Wisst ihr, wie viele Leute, die... Ja, so, wir haben ja immer mit denselben Krankheiten zu tun. Und wie findet man aus, was für Gedanke macht meine Krankheit? Morgen Abend und übermorgen Abend gehen wir in dieses Detail. Morgen Abend gehen wir in dieses Thema rein, weil deshalb habe ich diesen Vorbau gemacht und wollte ihn heute Abend zu Ende machen, damit wir dann morgen ein bisschen, weil dann müssen wir denken. Bis jetzt musst du dir nur zuhören. Ja? Aber ab morgen müssen wir ein bisschen denken und uns da hinein, sage ich mal, versetzen, weil es ist schön und spannend, was rauskommt und wie ähnlich wir sind und wie gleich wir in unserem Denken sind.